Mensch, Sophie, es ist 6.30 Uhr. Der perfekte Zeitpunkt, sich Gedanken über mein perfektes Outfit zu machen. Du weißt ja, ich habe heute meine GFS-Vorbesprechung mit Herr Kreisel. Und ich weiß jetzt einfach nicht, was ich anziehen soll und du musst mir helfen. Was hältst du davon? Ich weiß nicht, das ist sexy, oder? Ich könnte die Hose dazu anziehen. Passt das? Er ist doch verheiratet. Du bist echt keine Hilfe. Also... Als Lehrer darf er doch gar nicht. Er ist erst Referendar, ja? Also, das ist eigentlich zu kleinkindhaft, oder? So, Baby, nee, lieber nicht. Was hältst du von dem Roten hier? Vielleicht so? Das ist halt auf jeden Fall viel wärmer als das Kleinkindzeit da. Luna? Hey? Hörst du mir auch zu? Wie ist es? Scheiße. Echt? Schon kurz nach 7. Da bist du ja. Hättest du ja schon mal anfangen können. Hast du mit Schokokonfleck? Hast du dein Buch für die Präsentation? Ach, Scheiße, die Präsentation. Hier ist dein Buch. Bist manchmal echt wie so ein Kleinkind. Ach, Scheiße. Du musst mal chillen, ey. Oh, hey, Mann, kannst du nicht aufpassen? Das muss ich auch noch zur Reinigung. Ja, viel Glück in Deutsch. Wird schon. Hi. Hi, sieht gut aus. Da ist er. Ja, und seine Frau. Wie lief's mit Herr Kreisel? Hä? Seit wann weiß Miriam, dass du auf Herr Kreisel stehst? Sophie und Herr Kreisel. Mit dem Kreisel in den Kreissaal. Hä, aber der ist doch verheiratet. Ich weiß. Du hast es ihnen erzählt, du blöde Kuh. Du darfst ja nicht vor. Ich bin so froh, dich zu sehen. Sehr gut. Dann mach dir mal Gedanken über mein perfektes Outfit. Du weißt ja, ich habe heute meine GFS-Vorbesprechung mit Herr Kreisel. Und ich weiß jetzt einfach nicht, was ich anziehen soll. Und du musst mir helfen. Was hältst du davon? Ich weiß nicht. Das ist sexy, oder? Ich könnte die Hose dazu anziehen. Ich habe genau das geträumt. Ja, ja. Und jetzt träumst du immer noch, was? Wie ist es hiermit? Luna? Hey? Hörst du mir auch zu? Wie ist es? Scheiße. Echt? Schon kurz nach 7. Ja, ich meine mein Outfit. Bist du ja endlich. Hättest du schon mal anfangen können. Machst du Schokocornflakes? Hatten wir gestern nicht auch schon Schokocornflakes? Unsere Mutter erlaubt uns doch nicht Schokocornflakes. Wir müssen doch langsam mal checken. Ja. Ich muss mal chillen, ey. Oh, hey, Mann, kannst du nicht aufpassen? Jetzt muss ich auch noch zur Reinigung. Kommt nicht wieder vor. Also, vielleicht. Viel Glück in Deutsch. Hä? Wieso? Hi. Oh, ich bin so froh, dich zu sehen. Da ist er. Du, Sophie, du weißt schon, ich würde dich niemals verraten. Wie kommst du jetzt da drauf? Und? Wie liegt es mit der Kreise? Ja, wie findet er denn dein Schema? Er findet mich gut. Herr Kreisel steht auf Sophie. Hä, der ist doch verheiratet. Du hast es ihm doch verraten, du blöde Kuh. Mann, ich hab ihn gar nicht verraten. Woher wissen Sie es dann? Ich weiß nicht, bitte hör mir einfach nur zu. Luna! Atmen!
dabei. Lukas, von der Straße runter, sofort von der Straße runter. Fuck. Also bitte, ich wollte nur nach einem Outfit fragen. Zieh dir das neonfarbene Kleid an, mit der Jeansjacke und noch ein Gürtel dazu. Das ist perfekt. Oh mein Gott, das ist genial. Danke. Du rettest mir das Leben. Okay. Hey, alles klar, Lieblingsbruder? Was geht denn bei dir? Schokocornflakes. Cool. Hier ist dein Frühstücksbrot und dein Buch für die Präsentation. Ich habe noch die Quellen korrigiert und hier und da noch was verbessert. Sorry. Könnten Sie das vielleicht halten? Ich habe heute ein Vorstellungsgespräch und ich möchte nicht zu spät kommen. Ich habe dafür die ganze Nacht recherchiert und ohne meinen Kaffee wäre ich tot. Viel Glück bei deiner Präsentation. Ja. Hast du dein Buch dabei? Ja, chillig. Pass auf, wenn du über die Straße läufst. Wie alt ist er denn? So jung für dich. Guck mal, da ist er. Ist er nicht? Ja, süß. Komm, wir gehen rein, bevor jemand merkt, wie du ihn anstarrst. Wie lief's denn mit Herr Kreisel? Ach, er findet dein Thema bestimmt super, oder? Ja, total. Er findet mich sowieso toll. Chantal! Deine Fingernägel, die sehen super aus, das ist orange, die ist super. Und wenn du so Glitzersteinchen drauf machen würdest, ich meine, dann wird es doch viel cooler aussehen. Apropos Glitzersteinchen, wie macht man die eigentlich drauf, so ist beim Duschen hell, weil das ist ja schon kompliziert. Muss man irgendwas drauf machen oder so ein EG oder... Da muss man so einen Topcoat drüber machen. Interessant. Aber mir fällt gerade ein, ich muss noch Essen bestellen. Ja, warum dann Essen? Geh von der Straße runter! Hier rast gleich ein Auto vorbei! Digga, Pizza! Das ist meine Lieblingsschwester! Achso, nein! Ach übrigens, das ist eine Präsentation. Ich habe die dort alle voll abgezogen. In Karlsruhe ereignete sich heute ein tragischer Unfall. Ein Student fuhr über eine rote Ampel, als eine junge Grundschullehrerin gerade mit ihrer Klasse die Straße überquerte. Das ist doch Frau Kreisel, oder? Drei Kinder wurden schwer verletzt, die junge Lehrerin verstarb vor Ort. Der Student war offensichtlich stark übermüdet. Bis zum Abend ist mit Straßensperrungen zu rechnen. Und jetzt zum Sport. Oh mein Gott. Jetzt ist er nicht mehr verheiratet. Fuck.